Vielen Dank. Haben Sie mich bei der DKE als Maschinenbauerin geoutet? Nee, ist okay. Wir brauchen ja die verschiedenen Sektoren. Ja. Gut, vielen Dank. Vorhin haben wir auch schon tolle Ideen gehört, wie kann die All Electric Society gelingen? Wir haben Schlagworte gehört wie respektvoller Umgang, zuhören, mitgestalten. Wir sind jetzt hier und möchten Ihnen zeigen, was tun wir, was tut die DKE? Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. 15 Minuten haben wir bekommen, dann gibt es Kaffeepause, dann schauen, ob wir diese Aufgabe lösen können. Und ja, wir haben einiges gehört, aber Atina, wenn du spontan an die All Electric Society denkst, nach dem Aufstehen, woran denkst du? Nach dem Aufstehen. Ich habe weniger technische Aspekte im Kopf. Irgendwie die Technik muss laufen. Vielmehr habe ich das Bild vor Augen, wie ich in Zukunft und unsere Kinder leben möchten. Ich stelle mir Großstädte vor, die grün sind, mit einer sauberen Luft und ja, Straßen, wo die Parkplätze, Bäumen gewichen sind und auch Fahrradwegen, wo die Menschen sich intelligent und elektrisch fortbewegen. Eine Stadt, Großstädte, die leise sind, ja, wo man den Menschen bei den Gesprächen zuhören kann und auch die Vögel zwitschern hören kann. Wow, das ist ein tolles Bild, eine tolle Vision, ein tolles Ziel. Und ich glaube auch, Ziele sind wirklich wichtig. Aber auch wichtig ist es zu sagen, dass wir da noch nicht sind. Und wir haben auch nicht jetzt die Lösung, um da plopp morgen zu sein. Es ist ein langer Weg und auf dem Weg, da brauchen wir Sie alle, da brauchen wir euch alle, da müssen wir alle mitnehmen. Und damit wir für den Weg immer was Kurzes haben, um jedem zu sagen, was ist denn das, haben wir uns mal Gedanken gemacht und wir haben es versucht, die All Electric Society in zwei Sätze zu packen. Ich lese mal den ersten vor. Das Zukunftsbild der All Electric Society beschreibt eine Welt, in der regenerativ erzeugte elektrische Energie als primäre Energieform weltweit in ausreichendem Maße und vollständig wirtschaftlich zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist, dass alle Sektoren von Wirtschaft und Infrastruktur gekoppelt, also umfassend elektrifiziert, intelligent vernetzt und automatisiert werden. Gut, waren zugegebenermaßen zwei lange Sätze. Was braucht denn jetzt die Idee alles? Und da fangen wir an mit der Vision. Und da kann ich eigentlich das gar nicht besser beschreiben, als es die Atina gerade gemacht hat, mit dem Bild auf jeden Fall eine Gesellschaft, die elektrifiziert ist, primäre Energieform, Energie, Elektrizität nachhaltig erzeugt, saubere Energiequellen. Aber das Bild, das behalten wir einfach im Kopf, das ist passend. Was brauchen wir noch? Okay, die Vision gibt uns die Richtung vor, aber wie setzen wir sie um? Wir brauchen fortschrittliche Technologien für die Erzeugung, für die Speicherung und auch für die Verteilung von elektrischer Energie. Aber gleichzeitig, um tatsächlich Fortschritt zu erzielen, müssen wir auch offen sein für neue Ideen. Als Beispiel Wasserstoff. Und ja, jetzt ohne wie Christian Lindner klingen zu wollen, wir brauchen Technologieoffenheit, ganz klar. Und für diese Technologieoffenheit sind natürlich auch Investitionen in Forschung und Entwicklung essentiell. Nur dann generieren wir wirklich neue Ideen und können dann auch die All Electric Society vorantreiben. Ja, was auch wichtig ist aus meiner Sicht, ist der politische Wille. Das geht nicht alleine, da brauchen wir Unterstützung. Da kann man auch an Förderung denken und daran denken, dass die Politik das ein oder andere Hindernis beseitigen muss. Aktuell muss man auch daran denken, dass sie bitte zumindest keine neuen Hindernisse aufbauen. Wichtig ist, dass das, worauf die All Electric Society einzahlt, das ist ja auch super politisch. Und da gibt es politische Ziele, auf die wir einzahlen. Energieunabhängigkeit, leider in den letzten anderthalb Jahren super wichtig geworden. Aber auch, was wir vorhin gehört haben, Beschäftigung in den richtigen Sektoren, bei den richtigen nachhaltigen Unternehmen, auch das ist natürlich was Politisches. Und da ist die All Electric Society auch stark dabei und zahlt dann natürlich drauf ein. Okay, die Politik ist nur ein Aspekt, aber wir müssen auch die Bevölkerung mitnehmen. Also die breite Sensibilisierung über die Vorteile der All Electric Society ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg. Erst wenn die Menschen
wirklich verstehen, warum wir was machen und wie wir es machen, werden wir wirklich Fortschritt erzielen können. Wir müssen das zusammen machen, wir müssen zusammenarbeiten und unsere Erfahrungen austauschen. Und wenn ich sage wir, das ist eine ganze Menge Leute, die da zusammenarbeiten müssen. Das sind Regierungen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, die Zivilgesellschaft, und die müssen alle gemeinsam an dieser großen Idee arbeiten und die erforderlichen Veränderungen vorantreiben. Und das ist nicht immer leicht und da werden auch Fehler passieren, und ich glaube, zur Zusammenarbeit gehört es auch, dass man von den Fehlern lernt und sich da auch ganz offen austauscht. Das kennen wir ja auch in der Normung, das ist wichtig und das machen wir und das kann man da einbringen, dass wir da lernen. Wenn man von Lernen hört, ich denke immer noch an die Schule, wenn ich Lernen höre, wichtig, und auch da ist es aus meiner Sicht essentiell, dass wir die Bedeutung der Normung, was die Normung beitragen kann, da auch unterbringen. Und das Bild der All Electric Society, das ist auch super, um das zu kommunizieren. Genau diese Zusammenarbeit und dieser Erfahrungsaustausch, von dem du erzählt hast, genau die ist wichtig auf nationalen, internationalen Normungsorganisationen zwischen allen Expertinnen und Experten unerlässlich. Nur dann können wir einheitliche Standards für Technologien, Infrastruktur und Interoperabilität entwickeln. Standardisierung und Harmonisierung, das ermöglicht erst diesen reibungslosen Austausch zwischen allen Ländern. Warum stehen wir hier zu zweit? Weil wir zusammen daran arbeiten müssen, aber auch, weil es verschiedene Generationen gibt, die hohe Diversität, das ist eine große Gruppe, die wir hier brauchen. Und die Zukunft, das haben wir im tollen Eröffnungspanel schon gehört, die ist von Generationen für Generationen, und da haben wir eine riesen Verantwortung. Und das Thema Verantwortung ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Ich kenne das aus der Normungsarbeit, da treffen auch Generationen aufeinander. Das sind die, darf nichts Falsches sagen, die eher älteren Leute in den Normungsgremien mit großer Erfahrung, und dann kommen auf einmal so junge Leute dazu. Und das ist ein bisschen disruptiv, aber es ist ganz ehrlich eine Win-Win-Situation. Ja, man kann von der Lebenserfahrung lernen, und die jungen Leute, die bringen halt ein bisschen neuen Drive da rein und die ein oder andere disruptive Idee, und zusammen ist es stark. Und das ist wichtig, und auch das gehört für mich dazu bei zum Thema Generation und Verantwortung. Aber nochmal, um das zu betonen, wir haben auch die Verantwortung für die nächste Generation, auf jeden Fall. Ganz genau. Und diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Generationen ist nicht nur wichtig zwischen den Generationen, sondern im Allgemeinen die Vielfalt der Perspektiven, die Diversität. Menschen bringen unterschiedliche Erfahrungen mit, Meinungen und auch Denkweisen, und die bringen sie überall in ihre Teams und Organisationen ein, genauso wie bei uns in den Gremien. Und die ist wirklich wichtig. Verschiedene Generationen, Geschlechter mit verschiedener ethnischer, sozialen Hintergründen und auch verschiedenen Weltanschauungen. Und genau das fördert dann auch die Innovationskraft, die wir heute brauchen. Ja, dann, was man dann hat, ist, oder was wir brauchen, ist Respekt, das steht hier, und Zusammenhalt, habe ich auch schon irgendwo gelesen. Zwei wichtige Dinge, gerade eben, wenn diese verschiedenen Gruppen, die vielleicht nicht immer gewöhnt sind, miteinander zu arbeiten, dann wird es auch mal irgendwo knirschen, ja. Und dann ist Respekt, Kurt hat das auch am Anfang angesprochen, ist unheimlich wichtig, stehe ich voll dahinter, das brauchen wir. In der Normung kennen wir diese Konsensfindung, ja, die geht auch nur, wenn man zusammenhält, wenn man den Respekt hat, wenn man den anderen zu Wort kommen lässt, wenn man dann gemeinsam an der Lösung arbeitet. Das brauchen wir auf dem Weg zur All Electric Society. Auf jeden Fall, gerade bei Meinungsverschiedenheiten, die sind positiv, die bringen verschiedene Aspekte rein, und da gehen wir zusammen respektvoll miteinander um. Ja, was verbindet denn uns mit dieser Arbeit hier? Warum sind wir jetzt hier? Ich möchte Ihnen da gerne ein bisschen eine persönliche Geschichte erzählen, wie ich zur Normung gekommen bin. Das ist vielleicht nicht so der übliche Weg. Ich bin als Student in den VDE eingetreten. Kann ich empfehlen, ist super, sollten Sie alle machen, wenn Sie noch studieren. Und habe da ehrenamtlich, und da muss ich sagen, wurde am Anfang angesprochen, ich hatte damals einen tollen Chef, der hat mir das auch ermöglicht, dass ich sogar in der Arbeitszeit ein bisschen die Sachen, die ich im VDE so machen durfte, vorantreiben konnte. Das hat super viel Spaß gemacht, und irgendwann kam Michael und hat gesagt, Florian, du weißt doch, Nachwuchsarbeit, das brauchen wir in der Normung dringend auch.
schau dir das mal an. Ich meine, Normung, ja, was ist das? Naja, ich dürfte mir das anschauen in Indien auf dem IEC General Meeting als Teil des IEC Young Professional Programms. Ja, das war super spannend. Warum war das so spannend? Da waren so viele verschiedene Aspekte, von denen ich gar nicht wusste, dass die alle in der Normung vorkommen. Technik, Strategie, Politik und Internationales, alles in irgendeiner echt spannenden Mischung. Und genau die Aspekte, die ich gerade genannt habe, die sind für mich so faszinierend an der All Electric Society, weil genau die sind da auch drin. Und jetzt kann ich es endlich auch noch gut erklären, weil ich bin so oft gefragt worden, Florian, jetzt bist du bei der DKE, was machst du da, was ist Normung? Und ich glaube, mit dem Bild der All Electric Society ist es auch noch viel besser zu erklären, wie wichtig und richtig Normung ist. Atina, wie war es denn bei dir? Also ehrlich gesagt, ich bin total planlos bei der DKE gelandet. Dabei bin ich tatsächlich über meine Mutter bei der DKE gelandet. Die meinte, komm doch auch hierher. It will be fun, she said. Und sie hat recht behalten, der fachliche Austausch in den Komitees, die tollen innovativen Forschungsprojekten, einfach die Diversität der Expertinnen und Experten, auch dass es auch mal knallt, aber trotzdem diese Leidenschaft, mit der sie für ihr Thema brennen, fasziniert mich tagtäglich. Und ja, gut, jetzt heute bin ich in der Position, nach 30 Jahren habe ich verstanden, was sie macht, womit sie ihr Geld verdient hat, bin ich in der Situation zu erklären, warum brauchen wir Normen und Standards und was macht ihr eigentlich genau bei der DKE? Und ja, genau, was machen wir eigentlich bei der DKE Technology? Also wir haben bisher erfahren, für die Umsetzung der All Electric Society ist es wichtig, die umfassende Elektrifizierung, Digitalisierung, Automatisierung aller Sektoren in der Wirtschaft und in der Gesellschaft und darauf aufbauend die Vernetzung und die Kopplung. Und genau diese Vernetzung und aller Sektoren möchten wir mit unseren Normen und Standards abbilden. Auf der Folie steht schon einiges drauf, Power to X. Gerade jetzt mit Wasserstofftechnologie, einer wahrscheinlich der Schlüsseltechnologien für die Strom- und Wärmewende. Hier entwickeln wir eine Normungsroadmap, einmal aufzuzeigen, okay, welche Standards haben wir schon und wo bestehen Lücken. Energiebereich. Ich glaube, gerade bei den erneuerbaren Energien gibt es kaum eine Technologie, die wir noch nicht standardisiert haben. Meeresenergie, Wasserkraft, PV-Anlagen, bald dann auch die Norm zu den Balkonkraftwerken. Gut, aber neben der Energieerzeugung ist natürlich auch eine Schlüsseltechnologie die Energiespeicherung. Und da haben wir auch zahlreiche Standards für Batterien und die vor allem auch auf einen nachhaltigen Umgang abzielen. Also Second-Life-Zyklus. Können sie recycelt werden? Wie können sie repariert werden? Aber auch den Batteriepass, der all diese Aspekte eben von so einem Batterieleben digital dokumentiert. Aber nicht nur die Erzeugung, die Speicherung, sondern vor allem auch die Verteilung. Und hier haben wir auch ein tolles, spannendes Projekt, wo es in die nächste Version des Redispatches geht. Industrie, da haben wir die Verwaltungsschale, wo wir alle Daten von einzelnen Assets abspeichern können und austauschen. Wir haben den digitalen Produktpass, der die gesamte Wertschöpfungskette abbildet. Wir haben im Gebäude haben wir Energiemanagementsysteme, Automation und auch der Mobilitätssektor kann einen enormen Beitrag für die Energiewende leisten. Wir haben hier enorme Flexibilitätspotenziale. Gut, ein Punkt sage ich noch, eigentlich wurde mir geraten, keine einzige Norm aufzusagen, es langweile die Leute. Die DIN EN IEC 62443, das ist die Norm für Cyber Security und die wird immer wichtiger für Industrieautomatisierung und für kritische Infrastrukturen. Und hier mit dem Team von CERT bauen wir nicht nur Standards für große Konzerne, sondern auch speziell richten wir unser Angebot an KMU, wo wir eine Sicherheitsplattform aufbauen. Gut, ich habe jetzt schon so viel gesagt, ich habe extra schnell geredet, ich habe schon die rote Uhr gesehen. Florian, gut, External Relations als Bereichsleiter, du bist ständig unterwegs. Ja? Letzte Woche Belgrad, im Oktober auf jeden Fall in Kairo. Also lohnt sich dein ökologischer Fußabdruck? Ah, Tina, das hatten wir so nicht abgesprochen. Und jetzt habe ich noch 37 Sekunden Zeit zum Antworten. Nee, aber es ist schon richtig, was wir machen, ist international.
Und das Problem ist ein internationales Problem. Die Energiewende ist international und wir brauchen auf jeden Fall auch eine internationale Lösung. Und Normung ist international. Ihr wisst es, wir wollen eigentlich keine rein deutschen Normen, wir wollen Normen, die weltweit gelten. Und da ist es auch mal notwendig, dass man wohin geht und da dafür kämpft. Und ja, letzte Woche waren wir auf europäischer Ebene bei Zenelec. Wir sind aber auch stolz, dass wir das Thema All Electric Society in die IEC gebracht haben. Das haben wir aus Deutschland, Roland, vielen Dank, wirklich aktiv getrieben. Und das ist wichtig und das ist da auch angekommen. So, das war das Thema internationaler Austausch, der ist wichtig. Und wir müssen das natürlich koordinieren, nicht nur international, sondern auch in dem Unternehmen, in der DKE. Wir haben das DKE Commitment 2030, das ist für euch, aber es ist auch für die Mitarbeiter, damit die alle wissen, damit wir die mitnehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf bei dem langen Weg und bei der Aufgabe. 7 Jahre ist da noch bis 2030, die können wir gut füllen. Wichtig ist auch das Thema Digitalisierung. Du hast gesagt, Sektorenkopplung, intelligente Sektorenkopplung braucht die Digitalisierung der Energiesysteme. Wir arbeiten aber auch an der Digitalisierung der Normung, an Smart Standards. Da hinten steht schon IDIS, kann ich lesen, habe keine Zeit mehr, müsst ihr da hinten angucken später. Wichtiges Thema. Und ganz wichtig und meine Herzensangelegenheit ist das Thema Kommunikation. Und deswegen habe ich euch jetzt noch ein Highlight vor der Kaffeepause mitgebracht, was ums Thema Kommunikation geht, weil wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie können wir euch alle mitnehmen, wie können wir gemeinsam mit modernen Tools an dem Thema arbeiten. Und heute ist die Premiere. Ich darf euch vorstellen, DKE Open, unsere zukünftige Kollaborationsplattform. Hier 2 Screenshots schon mal. Da werden wir in Zukunft ganz viel mitmachen. Da können wir die nächsten Veranstaltungen, nächstes Jahr wird der Innovation Campus über das Tool abgewickelt werden. Da kann man diskutieren, da gibt es so LinkedIn-Style Nachrichten, Beiträge zum Austausch der Community. Wir werden sie da auch euch im Nachgang alle einladen. Das sind wirklich spannende Funktionen, E-Learning und kollaboratives Arbeiten. Kann ich mir das heute schon anschauen? Ja, anschauen geht heute und zwar im Workshop Nummer 8, wo es ums Thema All Electric Society geht. Mit der All Electric Society wollen wir da auch anfangen mit der Community auf der Plattform auf DKE Open und da könnt ihr heute schon mal reinschnuppern und zeitnah auch dann wirklich selber damit arbeiten. Das war das Highlight zum Schluss vor der Kaffeepause und jetzt, bevor die Uhr ganz rot wird, vielen Dank.